Heute ist der 26. August und in wenigen Stunden heißt es endlich wieder Willkommen zu Hause. Ich habe am 7. August ein 2000 Abonnenten-Special gemacht, um mich bei euch allen zu bedanken und euch eine Kleinigkeit zurückzugeben. Heute, also genau 19 Tage später, habe ich die 4000 Abos geknackt und um Arthas Willen, ihr seid sowas von verrückt und wundervoll zugleich. Ich habe keine Ahnung, wie ich als lispelnder Murloc das nur ansatzweise verdient habe, deswegen nochmal ein wirklich von Herzen kommendes Dankeschön. In dem besagten 2000 Abo-Special habe ich gesagt, dass ich unter allen Kommentaren, welche bis heute zu Tagesbeginn geschrieben wurden, fünfmal je einen Monat Spielzeit verlose. Da wir uns aber, wie erwähnt, mittlerweile verdoppelt haben, haue ich 10 anstatt 5 Abos raus. Vielen, vielen lieben Dank wirklich. Jetzt ziehe ich die Gewinner via Random Comment Picker und anschließend erkläre ich noch kurz, wie mich die Gewinner erreichen können. Es sei zudem gesagt, dass das ganz sicher nicht das letzte Gewinnspiel war, also bleibt super gerne dran. So, dann starten wir auch direkt einfach mal, würde ich sagen. Wir sind mittlerweile bei 2200 Aufrufen sowie 415 Kommentaren, wobei sich da wahrscheinlich der ein oder andere doppelt versteckt, was aber kein Problem ist, da wir die einfach rausfiltern. Ich kopiere mir dazu mal den Link von dem Video und gehe auf commentpicker.com, das ist eine Seite, wo man dann einfach Kommentare ziehen kann und wir lassen den Haken natürlich drin, dass die Doppelten rausgefiltert werden. Dann sind wir unterm Strich bei 404 Kommentare und ich würde sagen, ohne lang zu labern, starten wir das Raffle einfach mal und ziehen den ersten von 10 Gewinnern, der auf den Namen Mr. Benson hört. Vielen Dank für all deine Videos, ich höre einfach sehr gerne deine Stimme und informativ ist es auch noch. Wann kommt das 4K-Abo-Special etc.? Ja, das haben wir so gesehen jetzt schon in diesem Video mit drin, deswegen gibt es auch 10 Abos. Vielen Dank Mr. Benson, du bist unser erster Gewinner und wir gehen auch direkt zu Nummer 2. Nummer 2, Trommelwirbel, hört auf den Namen Jens Pet. Ich freue mich auf die Nostalgie, endlich wieder als Nachtelf durch Teldrassil und danach die Dunkelküste entlang zu streifen. Außerdem freue ich mich extrem auf die alten Talentbäume. Dein Channel ist klasse und dein Lispeln macht es erst besonders und sympathisch. Vielen herzlichen Dank. Jens Pet, du bist Gewinner Nummer 2. Wir gehen direkt zu Gewinner Nummer 3. Der den YouTube-Namen hat namens Michael Sviatek und ich hoffe, man spricht dich so aus. Wenn nicht, verzeih mir bitte. Ich freue mich auf Classic, weil da wieder Nostalgie wieder hochkommt. Wieder mal Stunden zu verbringen, zu leveln und jede einzelne Quest sich durchzulesen. Einfach geil sowas. Ich habe dich abonniert, weil du mir sympathisch rüberkamst und ich Infos bzw. Sachen erfahre, die ich noch nicht wusste. Vielen, vielen Dank für deinen netten Kommentar und wir kommen auch direkt zu Nummer 4. Nummer 4 hört dann ebenfalls, oder was heißt ebenfalls, hört auf den Namen D. Kelting. Verdient ist verdient, deine Videos sind informativ und sehr unterhaltsam gestaltet. Auf die nächsten 2000 Glückwunsch, vielen herzlichen Dank, D. Kelting, du bist einer der Gewinner. Wir ziehen direkt die Nummer 5. Und die Nummer 5 hat den Namen Gamer Motte. Herzlichen Glückwunsch zu deinen über 2000 Abonnenten und die hast du dir auf jeden Fall verdient. Finde deine Videos super, sehr detailliert und aufwendig gemacht. Weiter so. An dem Gewinnspiel möchte ich nicht teilnehmen, weil ich bei WoW noch ein halbes Jahr bezahlt habe und die Spielzeit den anderen nicht wegnehmen will, die auch Classic zocken wollen. Aber ich freue mich auch schon drauf, aber ich hadere immer noch mit der Entscheidung, welche Classic ich spielen soll, weil ich im aktuellen Content sehr gerne eine Eule bin. Liebe Grüße, freue mich auf dein nächstes Video, Motte. Motte, super fair von dir. Dann ziehen wir jetzt direkt nochmal die Nummer 5. Genau, super fair von Gamer Motte. Und dann gibt es natürlich einen weiteren, den wir ziehen. Und dieser heißt Flanky. Flanky schreibt, ich weiß nicht, ob man irgendeinen Hashtag-Kommentar machen muss, um mitzumachen. Ich hoffe mal nicht. Ich freue mich auf Classic, weil ich früher zu Classic-Zeiten aktiv gespielt habe. Später habe ich aber aus beruflichen Gründen aufgehört. Jetzt habe ich wieder viel Zeit für das Spiel. Das passt sehr gut, weil jetzt WoW Classic kommt und ich wieder da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Nicht mit vielen neuen Sachen, die ich nicht verstehe. Ich würde mich sehr freuen zu gewinnen, weil dann kann ich WoW erstmal 30 Tage testen. Und wenn mir WoW so Spaß macht wie früher, dann kaufe ich mir die anderen Monate auch das Spiel PS. Mir ist irgendwie nie aufgefallen, dass sie, du, lispeln, nur als du, sie es gesagt haben. Hast du es gemerkt? Danke fürs Durchlesen, mach weiter so, chill mit Ö, sorry für meine Rechtschreibung, bin sehr müde und gehe jetzt schlafen. Flanky, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen super netten Kommentar und du gewinnst natürlich auch einen Monat Spielzeit. Wir kommen direkt, würde ich sagen, zu Gewinner Nummer 6 und schauen, wer der Glückliche ist, Okan Gülmes, und ich hoffe, auch dich spricht man so aus. Hey, herzlichen Glückwunsch zu den 2000, mittlerweile 4000 Abonnenten. Ich bin unendlich gehypt auf Classic und erfahre das ganze Feeling zum allerersten Mal. Angefangen mit WoW habe ich vor ungefähr 5 Jahren. Ich habe dich
zugegebenermaßen noch frisch abonniert, um mich auf Classic vorzubereiten, und die Videos, die ich mir bislang angesehen habe, waren extrem hilfreich. Mach weiter so und ich hoffe, dass auch nach dem Release fleißig Guides zu Classic kommen werden. Mit freundlichen Grüßen. Kommen auf jeden Fall, vor allem dann die Let's Play-Reihe geht weiter mit so einem kleinen Plot-Twist. Wird super, super cool. Vielen Dank und wir kommen zu Gewinner Nummer 7. Gewinner Nummer 7 hört auf den Namen Horst Pferd, super Name. Ich freue mich auf Classic, weil man endlich wieder auf seinen Charakter aufpassen muss. Es spricht sich schnell auf einem Server rum, wie man sich verhält in Random-Gruppen. Ob man höflich oder ein Arsch ist. Nach kurzer Zeit weiß es jeder und es wird leichter bzw. schwerer, eine Gilde, Schrägstrich-Gruppe oder Raid zu finden. Die Figur spiegelt wieder mehr den Charakter des Spielers wider. Mach weiter so, vielleicht sieht man sich ja mal online. Wir sehen uns, wenn du auf dem Server Lucifron und Horde spielst, auf jeden Fall. Oder vielleicht natürlich auch, wenn du Allianz spielst, dann aber auf der anderen Seite. Vielen Dank, du bist der 7. Gewinner. Wir machen doch direkt weiter mit Gewinner Nummer 8. Und dieser hat den grandiosen Namen W. Schulz. Endlich kehrt Blizzard zu den alten, guten WoW Classic zurück. Fehlt nur noch Diablo 2 HD Remake. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Und wir machen direkt weiter mit Gewinner Nummer 9. Gewinner Nummer 9 hört auf den Namen Stocky in WoW. Hey du, Glückwunsch zu deinen 2000 Abonnenten. Ich kann das Wort halt anscheinend nicht aussprechen. Ich freue mich über deinen Erfolg und hoffe, er motiviert dich auch weiterhin. Ich freue mich auf Classic, weil ich seit der Ankündigung das Gefühl habe, in eine alte, sehr vertraute Welt zurückzukehren zu dürfen. Und vielleicht nochmal so viel Spaß darin zu haben, wie damals vor vielen Jahren. Ich habe mir zu Beginn des Hypes mehrere Kanäle zu Classic auf YouTube gesucht und verfolge sie seitdem in unterschiedlicher Regelmäßigkeit. Dann tauchen Let's Plays sehr angenehm herausgestochen, weil die Machart und Erzählweise sehr besonders waren. Schade, dass es so wenig Folgen geworden sind. Ach, und wo du es angesprochen hast, dein kleiner Sprachfehler macht dich eher sympathisch. Auch Stocky, an dich vielen, vielen herzlichen Dank. Und die Tauchen-Let's Play-Reihe wird auf jeden Fall genau an der Stelle weitergehen. So sei es gesagt, nur, wie gesagt, mit einem kleinen Twist. Aber schaut euch auf jeden Fall die Folgen an. Es geht dann dort auf jeden Fall weiter. Genau. Dann kommen wir zu Gewinner Nummer 10, welcher auf den letzten Namen hört Patrick Stammer. Ich freue mich auf WoW Classic, da ich endlich wieder einen Grund habe, mit Freunden zu zocken und stundenlang im TS oder Discord zu labern. Ob stundenlanges Raiden, Grinden oder alter Ruf farmen, endlich wieder einen Sinn. Im Vergleich zu dem jetzigen WoW, wo man einloggt und dumme Dailies oder Wordquests zu machen, haben bei Classic Farmen und Berufe wieder Sinn. Die Möglichkeiten sind im Vergleich zum jetzigen WoW vielfältiger. Ebenfalls freue ich mich auf die Kommunikation untereinander, den Brachland-Chat oder auch den Sinn einer Gilde. Ich hoffe, WoW Classic wird ein Erfolg und ich gewinne mit etwas Glück ein Abo. Du hast auf jeden Fall Glück und genau, du bist unser letzter Gewinner und ja, auch an dich natürlich einen herzlichen Glückwunsch. Die Gewinner schreiben jetzt bitte in den nächsten 30 Tagen auf Instagram oder Discord. Beide Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir in diese Nachricht unbedingt euren genauen YouTube-Namen. Alles weitere erfahrt ihr dann von mir persönlich. Die Gewinner blende ich euch im Hintergrund namentlich nochmal ein. Also, vielen Dank nochmal Leute und ja, bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß in World of Warcraft Vanilla.